schönes Beispiel für die Tuschproblematik in diesem Kapitel. B1 und B2 legen in etwa denselben Weg zurück und treffen sich erneut im Mittelbereich des Tisches. Wir entscheiden uns dafür, dem Spielball den Vortritt zu lassen. B2 wird etwas dünner getroffen und das Effet entsprechend verstärkt. B1 passiert die Kreuzung jetzt deutlich vor B2.